Hallo, hier ist Muho aus Osaka und ab heute soll es endlich um das Buch Die hohe Lehre des Zen-Buddhismus von Hubert Benoit gehen. Ein französischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker. Es gibt leider auf Deutsch keinen Wikipedia-Artikel von ihm, aber es gibt auf Englisch einen relativ ausführlichen Artikel. Und er hat dieses Buch, ich glaube Anfang der 50er, geschrieben. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die, wenn ich mich recht erinnere, 1958, also schon sehr früh, rauskam. Ne? Zu der Zeit, als Bücher wie Zen in der Kunst des Bogenschießens oder auch die Bücher von D.T. Suzuki übersetzt wurden. Und das war der erste Zen-Boom in den 50ern, sowohl in Amerika als auch in Europa. Allerdings gab es zu der Zeit eben noch keine richtig aktiven Zen-Meister. Es war schwierig, wirklich von einem authentischen Zen-Meister die Lehre zu hören. Und nur die allerwenigsten, also Leute wie zum Beispiel Wetering, ne, der niederländische Krimi-Autor, die gingen tatsächlich nach Japan, um da zu praktizieren. Das Ganze begann dann erst so in den 60er, 70ern, ne? Ich weiß nicht, wann der Pater Lassalle zum ersten Mal Sessions in Deutschland gemacht hat, aber das war, glaube ich, auch noch nicht in den 50ern. Ne? Wahrscheinlich fing das auch erst in den 60ern an. Ne? Also, der Hubert Benoit war einer der ersten, aber interessanterweise, anders als die Bücher von D.T. Suzuki, anders als Zen in der Kunst des Bogenschießens, ist das Buch in Deutschland kaum bekannt. Mir war es bis vor 2 Jahren nicht bekannt, als mir ein Freund ein PDF davon geschickt hat. Warum? Ich weiß es nicht, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund ist, dass die Leute fragen, wer ist denn dieser Hubert Benoit? Ist der erleuchtet? War der schon mal in Japan? Ist das ein Zen-Meister? Und die Antwort ist nein, ne? Das war ein Psychologe, der sich interessiert hat für Zen, beeinflusst von den Schriften von D.T. Suzuki, aber das war auch alles, ne? Also dem fehlte so ein bisschen die Authentizität. Allerdings, auf der englischen Wikipedia-Seite, da stellt man fest, dass zum Beispiel der berühmte Schriftsteller Aldous Huxley war ein Freund, ne? Osho, der in den 80ern auch unter dem Namen Bhagwan, ne? Der Bhagwan Sri Rajneesh, der sich früher, später dann Osho nannte, ne? Der hat nur Lob für den Hubert Benoit, ne? Der schreibt hier, auf Deutsch gesagt, es ist selten, dass ein Mensch 2 Meisterwerke schreibt, aber Hubert Benoit ist einer von denen. Also der Hubert Benoit, der hat wohl noch ein zweites Buch geschrieben, das ich nicht kenne, aber das auf Englisch Let Go, also das Loslassen heißt. Ne? Der Osho sagt besonders, dieses Let Go Buch ist wichtig, ne? Aber dieses zweite Buch, Die hohe Lehre oder auf Englisch The Supreme Doctrine, ein zweites Meisterwerk. Selten, dass ein Mensch 2 solche Meisterwerke schreibt. Und wenn jemand, der so erleuchtet ist wie der Osho, den Hubert Benoit lobt, ne? Da muss da ja schon was dran sein. Ne? Ken Wilber fand den Hubert Benoit offenbar auch toll. Was mich so ein bisschen überrascht, denn zumindest ich hatte das Gefühl, dass der Hubert Benoit sich selbst nicht als wirklich erleuchtet versteht. Er schreibt zwar immer wieder über Satori und er scheint so kurze Erfahrungen gemacht zu haben, die er, der Hubert Benoit, selber als kurze Satori-Erfahrung versteht. Aber ich glaube, Hubert Benoit hatte selbst das Gefühl, das ist nicht richtig tief, ne? Das ist nicht das wahre Satori. Also, und deshalb habe ich diese ganze lange Einleitung gemacht, über wie Zen in den Westen kam. Ich habe das Gefühl, der Hubert Benoit ist auch einer von denen, für die diese Satori-Karte sozusagen wie der Joker ist. Der Joker, ne? Wenn ich endlich dieses richtige Satori habe, ne? Dann passen die ganzen Puzzlestücke endlich zusammen, ne? Also all das, was in der Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, was auch immer, ne? Unerklärt war, ne? Endlich passen die Puzzlestücke, ne? Oder auch Logik, Theologie, ne? Endlich passt das alles zusammen.
ich spüre da auch beim Hubert Benoit diese Sehnsucht, ne, nach dem großen Satori. Und wahrscheinlich ist es genau das, was viele im Lesepublikum dann auch ein bisschen dann, wie sagt man, enttäuscht hat. Ne? Das ist ja auch mal wieder nur einer, der sich sehnt nach diesem großen Satori, das er noch gar nicht erfahren hat. Aber offenbar, ne, der Bhagwan, Ken Wilber, sie sind alle Fans vom Hubert Benoit. Und ich will jetzt nicht nur kritisieren. Ne? Also ich finde, das Buch ist lesenswert. Es ist um die 200 Seiten lang. Ne? Ich habe es nicht ganz gelesen, weil sich auch viel da wiederholt. Es ist auch ein bisschen ermüdend. Und man merkt dem Buch auch die 70 Jahre an, die es alt ist. Ne? Aber auf alle Fälle lesenswert. Wenn ihr meinem Geschwurbel bis heute gefolgt seid, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch damit was anfangen könnt. Und um euch gleich am Anfang ein bisschen Lust zu machen, ne? Also bevor ich anfange mit der Kritik, will ich euch ein bisschen Lust machen auf das Buch. Ne? Da ist zum Beispiel, jetzt habe ich die Seite verloren, ne? Hoffen wir mal, dass ich sie finde. Auf Seite 77 war das, glaube ich, ne? Da ist ein Kapitel mit dem Titel Die praktische Handhabung der inneren Arbeit an sich selbst nach der Lehre des Zen. Also das ist das 12. Kapitel, ne? Ungefähr ein Drittel des Buches hat man zu dem Zeitpunkt gelesen. Und jetzt spricht der Hubert Benoit von der tatsächlichen Praxis. Ne? Wie macht man das eigentlich? Davor hat er so ein bisschen erklärt, was er glaubt, Satori sein könnte. Und darüber werde ich auch noch sprechen. Ne? Aber jetzt spricht er endlich mal von der Praxis. Ne? Und er schreibt. Und ich glaube, da spricht er vielen von uns so ein bisschen aus der Seele. Wenn ihr das Gefühl habt, der spricht mir aus der Seele. Ne? Das wäre ein Grund, sich das Buch runterzuladen oder bei Script.de. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Ne? Bei Script.de, da gibt es einen Link. Man kann es sich runterladen, man muss sich, glaube ich, anmelden. Wenn ihr keine Lust habt, es euch anzumelden, man kann es sich aber trotzdem online angucken. Ne? Man muss nicht bei Script.de angemeldet sein, um es sich online anzugucken. Vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr das hört, was ich euch jetzt vorlese. Aber los geht's. 12. Kapitel, die praktische Handhabung der inneren Arbeit an sich selbst nach der Lehre des Zen. Es ist schwierig zu begreifen, worin praktisch die innere Selbstarbeit nach der Lehre des Zen besteht. Jene innere Arbeit, die uns eines Tages den Zugang zum Satori verschaffen soll. Also auch das hier klingt für mich, dass eben der Hubert Benoit da immer noch glaubt. Ne? Er müsste noch dieses Satori da eines Tages erreichen. Ne? Er hat zwar kurze Einblicke, ne? So kleine Einsichten gehabt, ne? Aber er glaubt da noch durch diese innere Arbeit Zugang zum wahren Satori sich verschaffen zu müssen. Wenn die Lehrer des Zen tatsächlich positiv über diese Frage sprechen, sagen sie Allgemeinheiten, die uns leicht etwas ironisch erscheinen mögen. Zum Beispiel, es genügt, dass ihr in euer eigenes Wesen schaut. Oder seid völlig von allen Dingen losgelöst. Oder ihr seid alle Buddhas. Und folglich braucht ihr nicht Buddha zu werden, sondern nur wie Buddha zu handeln. Ähnliches habe ich auch schon gesagt. Ne? Oder Hakuin sagt, ne, Eis ist schon Wasser. Etc. etc. Richtig, denkt der Schüler. Aber in der Handhabung meines inneren Lebens bringt mich das nicht weiter. Und genau das, glaube ich, spricht vielen aus der Seele. Ne? Klingt ja schön, ne? Du bist schon Buddha, du musst nur noch wie ein Buddha leben. Aber was bedeutet das konkret in meinem Alltag, wenn ich einen Streit habe mit meinem Ehepartner? Ne? Die Kinder bringen mich unter die Decke.
Ich habe einen Narzissten als Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Ne? Was nützt es mir, dass sowohl der Vorgesetzte als auch ich Buddhas sind? Ne? Das hilft mir nicht weiter. Und weiter mit dem Zitat. Der Schüler stellt sich sodann nach seinem Vermögen diesen oder jenen praktischen Weg vor, der ihn tatsächlich dem Satori näher bringen könnte, und legt seinem Lehrer seine entsprechende Idee vor. Vielleicht meinst du ja das oder das, ne? Von diesem erfährt er dann möglicherweise nur entschiedene Zurückweisung. Nein, nein, vergiss es. Das sind alles nur Konzepte, die du loslassen musst. Auch das haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gehört, wenn ihr tatsächlich mit einem Lehrer praktiziert. Und jetzt leider wieder kurz vor der Zeitgrenze, ne? Aber morgen geht's weiter mit dem Thema, ne? Ich hoffe eigentlich nicht die ganze Woche über Huberbenoit zu sprechen, aber es könnte sein, so wie ich mich kenne, dass ich sogar eine ganze Woche über Huberbenoits hohe Lehre sprechen werde. Ne? Und wenn ihr Lust habt, es interessiert euch, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr Links zu dem Text, PDF, ne? Ladet sie euch runter oder guckt sie euch online an. Ne? Es ist lesenswert. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.